Hallöche Mädels, da bin ich wieder. Ja, heute geht's weiter mit Kann weg oder back und wir widmen uns heute meinen Kajalstiften und Eyeliner. Ich habe diese Kategorie ja absichtlich zusammengenommen. Ich glaube, ich hatte euch auch schon mal den Grund dafür genannt, weil ich einfach ja nicht so viele Eyeliner besitze. Also um genau zu sein, 2 oder 3, wenn ich den einen mitzähle. Von daher, ja, dafür hätte es sich nicht gelohnt, eine eigene Kategorie zu machen, geschweige denn ein eigenes Video. Von daher sind die mit dabei. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns beginnen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Hier habe ich meine Kajalstifte, also das ist meine Aufbewahrung dafür. Das ist hier übrigens so eine Rocher-Kiste. Die nehme ich ganz gerne dafür, weil die haben genau die richtige Größe. Und ja, wie ihr seht, sind das schon einige hier drin, aber ja, ich denke auch nicht so viele. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben bestimmt mehr. Aber mir reicht das auch schon, weil so oft benutze ich nicht Kajal. Es sei denn für die untere Wasserlinie zum Highlighten oder halt meinen einen, den ich habe fürs Tightlining. Und das war es dann auch schon mit Kajal, um ehrlich zu sein. Und von daher brauche ich da auch gar nicht so viele. Aber gut, wir fangen mal an. Ich habe hier einen von Lux, heißt er glaube ich. Das ist eigentlich ein Eyebrow Pencil. So ein ganz dünner wieder, so ein Mikroteil, aber in einem dunkelbraun. Der war mal in der Kiste, also in so einer Überraschungskiste. Und ja, der ist, wie gesagt, dunkelbraun und ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, was ich damit soll für die Augenbrauen. Deswegen habe ich den ja jetzt mal hier in die Kiste getan und wollte den als Kajalzweck entfremden. Da ist der. Aber habe ihn dafür irgendwie noch nie benutzt und deswegen ja kommt er jetzt weg. Weil ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren, dass ich den benutze. Ich habe das jetzt ein Jahr nicht geschafft und dann werde ich das auch das nächste Jahr nicht schaffen. Und deswegen ja bin ich da rigoros und sage, weg damit. Das nächste Produkt, was ich habe, ist ebenfalls ein Augenbrauenstift von Trend It Up. Der Waterdrop ist auch so ein Waterproof-Stift. Aber ja, das ist die 010. Keine Ahnung, wie die drauf kommen. Das ist nämlich ein dunkelbraun. Ja, das ist immer das Ding, wenn man die nicht swatchen kann im Laden. Ne? Ich meine, man sieht schon, dass es halt dunkel ist, aber dass es so dunkel ist, wirklich. Ja, wusste ich nicht. Und das ist absolut nicht mein Ton. Das ist ein richtig, ja, dunkles Schokobraun. Wie ihr seht, noch ein bisschen dunkler wie das sogar. Und ja, ich weiß nicht, was ich mit meinen Augenbrauen damit soll, ehrlich gesagt. Und bevor ich den wegschmeiße, hatte ich den halt hier reingepackt, um den als Kajalzweck zu entfremden. Aber ich muss sagen, ich habe das auch bis jetzt nicht geschafft. Weil ich halt, wie gesagt, nicht so viele Kajalstifte benutze. Aber bei dem hier, ja, werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Deswegen kommt der auf den Vielleicht-Stapel. Dann habe ich als nächstes hier einen von Catrice, der Liquid Metal Gel Eye Pencil in der Farbe, wo bist du denn, Farbe? Hazel The Hoff 050, ich weiß gar nicht, ob es die noch so gibt, diese Gelstifte. Ist halt hier so zum Rausdrehen und ja, ich mag die Farbe und ich mag auch, dass sie sich so leicht auftragen lassen. Das ist so ein bisschen metallisches Finish und ja, den benutze ich dann auch tatsächlich mal, um ihn mir an die untere Wasserlinie so ein bisschen zu geben, also in den äußeren Augenwinkel unten, wenn ich mal keinen Lidschatten dahin gebe, um so ein bisschen so einen Schatten zu erzeugen. Weil ich mag den Farbton, das ist so ein schönes Braun mit so metallischem Finish und ja, von daher bleibt der. Das nächste Produkt ebenfalls von Catrice, das ist der Eyebrow Lifter. Ich glaube, den gibt es mittlerweile auch nicht mehr so. Das ist eigentlich für die Augenbrauen hier oben, aber ja, ich benutze den dafür nicht. Wofür ich den benutze, ist, ja, um meine Wasserlinie zu highlighten. Also, wie sagt man, um das heller zu machen da oben, damit die Augen, der Blick geöffnet wird. Der geht zwar sehr ins Rosé-Farbene, aber man kann den dafür noch benutzen, je nachdem, was man für einen Look trägt natürlich. Also wenn man so einen warmen Look trägt, dann geht der nicht so, aber bei was Kühlerem funktioniert der schon. Und ja, von daher bleibt der auch. Dann habe ich hier einen von, ja, wovon ist denn der? Ich glaube, das ist der, wo ich euch mal ein Video gesagt hatte, dass der keinen Namen mehr hat, aber dass ich weiß, dass der von P2 ist, weil ich muss mal gucken. Ich habe nämlich hier den gleichen. Also die sehen so ziemlich, also andere Farbe, aber die Stifte sind gleich, wie ihr seht. Und da habe ich noch eine Schrift drauf und der heißt P2 Impressive Gel Kajal. Ist also auch mit Gel. Farbe kann ich euch allerdings nicht mehr sagen, ist ein Braun. Ja, ich habe euch den, glaube ich, schon mal gezeigt, aber ja, ich zeige ihn euch nochmal.
Ist halt so ein ganz dunkles, bisschen schokobraun. Funktioniert aber auch ganz gut, um damit Tightlining zu machen. Obwohl, ja, ich habe den dafür mal benutzt. Das geht auch, weil der halt so gelig ist. Aber am liebsten mag ich den anderen, den ich euch jetzt schon mehrmals gezeigt habe, den von Maybelline. Weil der einfach besser hält und ja, da fällt der so ein bisschen hinten rüber. Aber dennoch behalte ich den. So, und die andere Farbe davon, da kann ich euch noch eine Farbe sagen, ist Dramatic Anthracito 031. Ist halt mehr so ein, ja, Grauton wirklich. Der ganz gut ist, um den hier unten halt hinzugeben an den äußeren Wimpernkranz, wenn ihr graue Looks schminkt. Ja, das ist die Farbe und der bleibt auch. Ich mag die sehr gerne. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob P2 die noch hat. Wir haben ja auch, ja, es gibt nur noch einen DM, glaube ich, bei uns in der Nähe, der P2 hat. Und deswegen komme ich da gar nicht mehr so dazu, die durch die Theke da so ein bisschen zu krosen. Von daher weiß ich auch gar nicht mehr, ob es die noch gibt. Aber die sind schon ziemlich alt. Wie gesagt, bei dem einen ist ja auch schon die Schrift ab, ne? So, kommen wir mal zu meinem absoluten Schätzchen. Da kann ich euch sagen, der bleibt auf jeden Fall. Ich habe mir den auch schon wieder nachgekauft, wie ihr in meinem letzten oder vorletzten Haul gesehen habt. Ist von Maybelline der Lasting Derma Gel 24 Stunden Automatic Gel Pencil. Und den nehme ich ausschließlich fürs Tightlining. Und dafür ist der super. Ist halt ein ganz normales Schwarz, aber ein schönes sattes Schwarz. Und ja, durch die Gelformulierung super leicht und angenehm aufzutragen. Und fürs Tightlining ideal, kann ich euch nur sagen. Wenn ihr da noch nichts gefunden habt und ihr sucht da noch was, das ihr dafür verwenden könnt, dann ja, eine absolute Empfehlung von mir. Ich liebe dieses Teil. Ich habe den Zufall entdeckt, weil ich ja nach einem schwarzen Gelkajal gesucht hatte fürs Tightlining und habe dann gedacht, gut, dann probierst du den mal aus und bin daran echt hängen geblieben, weil ja, I love it. Von daher bleibt er natürlich. Der nächste ist von P2 ebenfalls. Das ist der Perfect Look Kajal. Der andere hieß auch Perfect Look, oder? Ne, Impressive Gel hieß der. Ich komme schon durcheinander. Ist halt, ja, so sieht der aus. Ist auch so ein braun-grau. Ich weiß gar nicht, hat der noch eine Farbe? Ja, Taupe 160. Ob es die noch gibt, weiß ich auch nicht. Kann ich euch, wie gesagt, nicht sagen. Ist halt so ein, ja, grau-braun. Wie der Name schon sagt, so ein bisschen Taupe. Ist aber nicht so weich wie die anderen von P2, weil der halt auch nicht auf Gelbasis ist, sondern ein ganz normaler Kajal. Von daher, ja, rödelt ihr da schon so ein bisschen dran rum, wenn ihr den benutzt. Aber er ist zu gebrauchen auf jeden Fall. Von daher bleibt der. Der nächste ist von Stage Color Cosmetics ein Liner Stick in der 3123 Grape. Ja, ein Lila. Ich habe den mal geschenkt bekommen und ich habe den seitdem nie benutzt. Wie gesagt, ich habe da ja nicht so eine Liebe zu Lila. Ist so ein Bärenton mehr. Aber ich weiß nicht, wann ich den tragen soll. Wie gesagt, ich trage kein lilanes Augen-Make-up und lilanes Augen-Make-up so. Und da brauche ich auch kein lilanen Kajal. Von daher, ja, brauche ich da nicht lange drüber nachzudenken. Der kommt weg. Dann habe ich hier einen Highlighter-Stift, ist das eigentlich, von Alverde. Den benutze ich aber auch, um den, ja, auf meinen unteren, ja, sag mal schnell, auf meine Wasserlinie zu geben, so. Ist so ein Weiß, der schimmert allerdings ein bisschen, aber ja, nur minimal, das fällt nicht so wirklich auf. Von daher ist er eigentlich ganz gut dafür, weil Highlighter hebt ja hervor, ne, und das wollen wir ja in dem Fall. Und ja, mag ich ganz gerne. Von daher bleibt der auch. Der nächste ist von Catrice. Das ist Sweet Nothing. Das ist eigentlich ein Lip Pencil. In so einem, ja, auch Nude Ton. Und auch den habe ich mir genommen, um den, ja, auf meinen, jetzt fällt mir das Wort schon wieder nicht ein. Oh Mann. Um ihn auf meine untere Wasserlinie zu geben. Allerdings ist der, obwohl der Nude ist doch schon sehr dunkel und eignet sich dafür nicht so gut, wenn ihr mal den Vergleich seht zu dem Weißen und zu dem. Von daher, ja, kommt der weg, weil für die Lippen ist der für mich nicht zu gebrauchen. Da hatte ich ihn ja schon aussortiert quasi in der Kategorie, weil, ja, funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich muss immer farbige Lip Liner haben und von daher kommt der weg.
Ein absolutes Schätzchen für die Wasserlinie ist hier von Max Factor, der Natural Glaze heißt der. Da ist leider die Farbe schon ab. Ich liebe diese Farbe einfach, diesen Stift auch, weil der auch so schön weich ist und der hält auch ziemlich lang. Und ja, ein schöner roséfarbener Newton. Ich liebe den einfach und werde mir den auch nachkaufen. Obwohl Max Factor ja jetzt rausgegangen ist bei DM. Aber ja, wenn, dann werde ich mir den notfalls auch bei Douglas bestellen, weil ich finde den echt gut. Von daher bleibt der natürlich auch. So, dann habe ich hier noch zwei von Catrice. Das ist die Long Lasting Eye Pencil Waterproof. Ja, die sollen wasserfest sein, wie gesagt. Einmal hier in der Farbe Karate with Bronze Lee 040. So ein schöner Bronzeton, wie der Name schon sagt. Schon, ja, fast so ein bisschen schmutziges, altes Gold, wenn man denn so will. Eignet sich super, um den, ja, auf die untere Wasserlinie zu geben, beziehungsweise unteren Wimpernkranz, wenn ihr goldene Augen-Make-ups schminkt. Da ist der. Und daneben swatche ich euch die Farbe Brown Town Girl. Ist halt so ein dunkles Braun. Den mache ich euch mal hier hin. Und ich merke langsam, dass ich die benutzen sollte, weil, ja, der ist mir abgebrochen gerade. Weil die von der Konsistenz her nicht mehr die besten sind. Zumindest der dunkelbraune hier. Da ist der dunkelbraune. Ja. Behalte ich aber beide, weil ich die gut finde. So, dann habe ich hier den letzten nudefarbenen, also für die Wasserlinie. Das ist einer von Aldi auch, La Cora Beauty Kajalstift Bright Eyes. Und den swatche ich euch mal hier hin. Der kommt dem von Max Factor so ziemlich nah. Geht aber so ein bisschen ins Aprikotfarbene. Ist sehr weich, deswegen hält der auch nicht so gut. Aber ich werde den trotzdem behalten und aufbrauchen, aber dann auch nicht mehr nachkaufen. So, dann habe ich hier meine zwei Eyeliner-Pens. Das sind auch die einzigen. Das ist von Maybelline Master Precise. Einmal in der Farbe Forest Brown und einmal Black, also schwarz, ganz normal. Wie gesagt, das sind meine einzigsten Eyeliner-Stifte, die ich besitze, weil so oft ziehe ich mir keinen Eyeliner. Ihr wisst, dass ich nicht so begabt dabei bin. Deswegen ja, benutze ich halt nur die, wenn überhaupt. Dann geht es auch nur mit denen. Das ist der braune, der untere und der obere ist der schwarze. Schöne, satte Farben, kann man nicht meckern und super einfach im Auftrag. Die Spitze ist, die kann ich euch mal zeigen, schön spitz zulaufend, wie so ein Füllstift halt. Ja, tolles Produkt, ich liebe die und die halten auch ziemlich lange. Und habe ich mir auch schon mehrmals nachgekauft, zumindest den braunen hier, weil den benutze ich ein bisschen öfters wie den schwarzen. Von daher bleiben die auch. So, und die letzten beiden Stifte sind hier diese. Einmal von Clinique, der Cream Shaper for Eyes. Ist ein schwarzer Kajal, ein ganz normaler. Den mache ich euch mal hier hin. Könnte man auch zum Tightlining verwenden, obwohl der so ein bisschen ins Gräuliche geht. Also der ist nicht so tiefschwarz. Ich habe den auch schon mal zum Tightlining verwendet, aber ja, der von Maybelline gefällt mir besser. Dennoch behalte ich den und benutze den hin und wieder mal fürs Tightline. So, und der letzte hier ist von Blink. Der war auch mal in einem Päckchen. Black ist das, die Farbe. Und ja, den habe ich fürs Tightlining verwendet eine ganze Zeit. Deswegen ist der auch schon so klein. Aber der ist doch schon ziemlich hart. Also kein Vergleich zu dem von Maybelline. Von daher, ja, komme ich mit dem nicht so ganz gut klar. Und deswegen wird der aussortiert. So, und das letzte Produkt bei den Eyelinern ist hier dieser Cushion Eyeliner von Essence. Ja, da war ich ja eine ganze Zeit lang mal sehr begeistert von. Und ich muss auch sagen, ich mag den immer noch. Einziger Nachteil ist, dass der halt den Pinsel so hart macht. Ja, das ist nicht so geil, wenn man den dann immer waschen muss, aber gut. Ich benutze den eher selten, von daher kann ich das verkraften.
Das ist der Swatch da. Ich habe das jetzt mit dem Finger gemacht, weil ich keinen Pinsel hier habe. Wie gesagt, tolle Vorbereitung, ne? Wie immer. Und ja, ich mag den ganz gerne und deswegen bleibt der auch. So, kommen wir mal wieder zum Fazit, wie immer am Ende des Videos. Ich habe 4 Stück aussortiert. Und 16 dürfen bleiben. Und ja, ich werde mir jetzt gleich mal meine Hand hier sauber machen. Die sieht nämlich total geküsst aus, wie ihr seht. Aber ja, das mache ich gleich out of camera. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann ne, Däumchen nach oben nicht vergessen. Und Abo verlinke ich euch hier, falls ihr mich abonnieren wollt. Und Video, ja, sieht toll aus, ne, mit der Hand. So ein bisschen wie Skeletor. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, das Video, das letzte Video verlinke ich euch hier auf der Seite. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's euch fein, Mädels. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!